und herzlich willkommen auf Seelenkissen mit Daniela Hahn zum neuen Erzengel-Orakel für den Monat November. Ja, wie du sehen kannst, ich habe hier schon alles vorbereitet und aufgebaut. Du kannst wählen zwischen dem ersten Stapel hier mit dem blauen Diamanten oder dem zweiten mit dem weißen Diamanten oder dem dritten mit dem rosanen Diamanten. Das Ganze wird noch durch die Bilder unterstützt. Am besten hältst du das Video ganz kurz an und wählst ganz intuitiv oder während ich jetzt hier schon spreche, die Farbe von dem Stein oder auch das Bild, was dich am meisten im Moment anspricht oder berührt, sei es die Farbe oder die Dynamik oder dir fällt irgendein Symbol auf. Also irgendwo fühlst du dich jetzt mehr hingezogen und da solltest du auch so ein bisschen folgen, einfach deiner eigenen Intuition, weil hierunter sich dann eine Botschaft für dich verbergen kann. Wir schauen einfach in den November hinein, welches Thema kann hier für dich wichtig werden und welche Botschaft bringen hier die Engel und Erzengel für dich mit. Die verwendeten Karten, die ich in diesem Video verwende, findest du wie immer unter dem Video in der Infobox, falls du dich für das ein oder andere Deck interessierst. Wenn du dich für eine persönliche Beratung bei mir interessierst, dann schau einfach mal auf www.seelenkissen.com vorbei und wir starten jetzt gleich mit der Auflösung des Orakels und ich bin ganz gespannt und ich hoffe ja auch, was der November hier für uns bereithält. Und ich schiebe mal ein bisschen die Karten beiseite, dass wir hier mehr Platz haben. Einfach weil der Bildausschnitt hier auf meinem Handy nicht so groß ist. Ich habe früher immer mit der Kamera aufgenommen und dass wir hier so ein bisschen das mehr in die Mitte holen können. Also wir fangen jetzt mit dem blauen Stein an. Und blau steht für Erzengel Michael, es steht für den Schutz. Und wir schauen mal, was Erzengel Michael hier mitgebracht hat für dich. Das ist ja so eine explosive Energie, das hier können Tränen sein, aber hier ist irgendetwas, was sich ausbreitet, was wie so explodiert und aufgeht. Und wir schauen jetzt einfach mal in das Thema, das er hier mitbringt, was er hier zeigt. Und wir haben hier einmal Erzengel Raguel mit der Gerechtigkeit aus dem Tarot. Also es geht ganz stark diesen Monat für dich um Ausgleich. Etwas ausgleichen, wo vorher nicht die Waage da war, wo vielleicht wirklich etwas aufplatzt oder etwas aufgeht. Wo dir vielleicht auch etwas aufgeht, ein Licht aufgeht im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist ja so ein helles Licht wie die Erkenntnis und dass man hier irgendwo sieht, wo ein Ungleichgewicht herrscht oder vielleicht sogar eine Ungerechtigkeit, wo dir eine Ungerechtigkeit widerfahren ist. Auch wenn es um Streitigkeiten geht, Erzengel Raguel ist ein großer Gesetzesengel und er hilft, wo Ungerechtigkeit entstanden ist, wieder Gerechtigkeit reinzubringen. Des Weiteren kommt Ariel mit einer sehr, sehr sanften Energie zu dir. Also Raguel kommt viel direkter, vielleicht auch strenger rüber. Ariel ist wesentlich weicher in der Energie, so nehme ich sie wahr. Vielleicht auch etwas verspielter, was jetzt aber nicht heißen soll, dass sie nicht sehr fokussiert sein kann. Und sie sagt hier, irgendwo hast du einen großen Mangel, einen großen Verlust erlitten und sie hilft dabei, jetzt hier wieder Fülle in das Thema reinzubringen. Und es ist etwas, das vielleicht schon länger währt, weil mit dem Rad, das Schicksalsrad, ist es etwas, was dich hier vielleicht schon länger quält. Also das ist hier so die Botschaft, ein bisschen raus aus dem Angst oder aus dem Schicksalsrad. Es tun sich neue Chancen für dich auf. Also zeigt dir das Rad mit Erzengel Jeremiel. Und ich lese dir mal auf den Karten vor. Hier steht, Raguel sagt, Kampf für Gleichheit und Gerechtigkeit. Entscheidungen zu deinen Gunsten gib jetzt nicht auf.
Ne? Also da, wo du recht hast und wo es wirklich um eine kosmische Gerechtigkeit geht, dass dir Unrecht widerfahren wurde, gib nicht auf. Das Rad dreht sich für dich. Jeremiel ist bei dir, er ist ein großer spiritueller Engel, der die Spiritualität, das eigene Wachstum begleitet. Du hast Wachstum dadurch erfahren, ein Wachstumsprozess, und er sagt, es geht in jedem Fall in Neuanfänge. Das Zögern hat ein Ende, Veränderung in eine Richtung, die Glück verheißt. Also das Rad dreht sich zu deinen Gunsten und es bringt dir Fülle. Ariel möchte dich daran erinnern, nicht so starr daran festzuhalten auf einem Ergebnis oder auf etwas, wo du jetzt unbedingt wissen willst, sondern geh es leichter an, du machst dich locker, dann bist du nicht so verkrampft und bist in diesem Rad gefangen und bist auch nicht in dieser Zwickmühle. Das ist wie so eine Zwickmühle hin und her, wo man gefangen ist, und wenn die Energie zu stark fokussiert ist auf einen Punkt und immer wieder da Energie reingibt, besonders negativ, dann kann sich das nicht auflösen zu deinen Gunsten. Darum kommt sie ins Spiel und sagt, bringe ich jetzt Leichtigkeit mit im Gepäck? Das Mädel oder der Junge soll sich jetzt mal ein bisschen entspannen, soll genießen, schöne Dinge tun, geh vielleicht in die Natur, genieß nochmal den Herbst oder etwas, oder tu etwas Gutes für dich und raus aus dem Angstrad wirklich. Es darf sich jetzt hier etwas erleichtern. Das ist hier das Thema, dass hier ein Thema jetzt positiv weitergehen darf. Und wir schauen die weiteren Karten an, die sich hier zeigen. Ich decke die alle auf, weil wir die im Konsens dann zueinander deuten. Und wir fangen hier mal mit Raphael an. Und Raphael ist ja der große Heilerengel, ne? Und er sagt jetzt wirklich, dass hier Heilung und Luft reinkommt. Also da, wo alles so eng ist und so kompakt, und da muss man mal durchlüften und ordentlich Schwung reinzubringen. Und er erinnert dich jetzt daran, atme mal tief durch, ne? Atme langsam tief ein und aus, steht hier, um deine Energien zu wecken und alte Muster loszulassen. Also es geht wirklich darum, etwas Altes jetzt zu lösen, aufzulösen, ein altes Muster, ein altes Rad der Wiederholung. Er sagt auch, werde locker. Nur Lockerheit, Verkrampfung bringt noch mehr davon. Nur wenn du jetzt locker wirst, loslässt, durchatmest, dir mal den Frust so richtig rausatmest, und es gibt ja auch so Atemtechniken dafür oder auch in der Yoga-Praxis, damit hier wieder Bewegung zu deinen Gunsten reinkommt. Und es ist hier interessant, dass in diesen Karten hier auch nochmal Raguel gekommen ist, und er ist wirklich ein wichtiger Engel, dass er hier zweimal auftritt für dich. Dir wird Gerechtigkeit widerfahren. Es wird hier etwas aufplatzen, was einfach nicht mehr gut ist. Wie so ein altes Furunkel, ein alter Pickel, der jetzt aufplatzt und der heilen darf, sagt Raphael. Ja, und es kann hier wirklich auch um Beziehungsheilungsthemen gehen, dass jetzt hier etwas geheilt wird in Beziehungen zu anderen Menschen. Das muss nicht mal unbedingt in der Liebe als Thema sein. Wir können ja zu allen möglichen Dingen oder Personen eine Beziehung führen, gehen Beziehungen, Kontakte ein. Also hier geht es wirklich darum, dass hier Heilung reinkommt in etwas, was nicht gut funktioniert, wo irgendwie Energie sich verdichtet hat, nicht mehr gut klappt, wo du vielleicht wirklich auch schon Angst hattest, wo du Sorgen hattest, wo du keine Leichtigkeit mehr empfinden konntest. Das kann alles Mögliche sein. Man sagt mir hier auch an all diejenigen, die vielleicht einen Angehörigen pflegen oder viel, viel Kraft in etwas reingeben oder ein Kind haben, wo sie pflegen. Das sagt er mir hier gerade. Es geht darum, dass du auch ein bisschen hier an dich denken darfst, dass jetzt hier was reinkommt. Und darum auch der blaue Stein, du sehnst dich auch nach Schutz und nach Hilfe. Und die kommt jetzt zu dir. Diese Schutz und die Hilfe kommt jetzt zu dir. Das universelle Herz spürt deine Not und bringt dir hier Hilfe, bringt dir hier Segen, bringt dir hier Fluss hinein. Es geht wirklich darum, dein Herz auch ein Stück weit wieder heil in den Flow zu bringen des Lebens, ne? Also darum auch so wichtig, wenn du Schwere fühlst, rufe Ariel. Sie wird dir Leichtigkeit bringen, ein Gefühl für Fülle.
Brauchst du eine spirituelle Anregung, was du tun kannst, dann rufe dir Jeremiel. Und wenn du wirklich sagst, ich bin hier in der Not, ich brauche die höchste Gerechtigkeit hier im Universum, dann rufe dir auch Raguel herbei. Ja, Zadkiel ist hier auch zuständig, wenn du dich mehr zu Zadkiel hingezogen fühlst. Aber ich denke, Raguel ist hier, weil er das Ganze irgendwie noch mehr kosmisch steuert. Darum ist ja auch die Weltkugel drauf, ne? Wenn es um was Größeres geht, viele Auswirkungen hat auf andere Menschen, Seelen, auf dein Gefüge um dich herum. Also da ist er wirklich bei dir. Darum ist er hier auch zweimal aufgetreten und ihr seht in der Bilddarstellung, also hier dieses Leichte von Jeremiel und ihr seht hier dieses Üppige von Ariel, ne? Dieses Schöne, aber ihr seht hier diese Macht dahinter, ne? Diese Geste, wie er hier steht und die Blitze rausgehen. Ne? Also da denkt man, Raguel will man nicht wütend machen. Habt ihn an eurer Seite im Guten. Ne? Also darum, er ist stark und kräftig und er wird hier seine Macht reinbringen zum Besten. Es geht um Ehrlichkeit, ne? Es geht um das Richtige. Also er wird auch wirklich gucken, dass es gerecht ist. Und überall, wo dir Ungerechtigkeit widerfahren ist, darf jetzt Gerechtigkeit reinkommen. Hier auch nochmal die Botschaft, zum Beispiel auch wenn du dich regenerieren willst mit Raphael, hier in die Stille zu gehen. Beruhige dich. Darum auch blau. Du kriegst hier keine aufpeitschende Farbe. Du bekommst blau. Du brauchst Ruhe. Deine Seele braucht Ruhe. Dein Inneres braucht Ruhe, braucht Besinnung. Vielleicht auch mal wieder ordentlich durchschlafen können. Ne? Abstand nehmen. All das ist hier drin. Aussöhnung. Wo Streit herrscht, darf Gerechtigkeit reinkommen. Aussöhnung. Wenn du mit anderen Menschen einen Streit oder einen Zwist hast, dass sich's hier aussöhnen darf, eine Versöhnung oder dass man einfach seinen Frieden damit macht und jeder seiner Wege gehen kann. Ja? Es kann aber auch eine positive Aussöhnung anstehen. Also mit Engeln können immer Wunder passieren und hoffen wir auf Wunder. Und der Opal ist ein machtvoller Stein, der hier sich zeigt. Ja, und er sagt, lasse dein inneres Licht erstrahlen. Man wird dazu ermutigt, kühn zu sein und auf die Pauke zu hauen. Und Ariel ist da wirklich günstig dafür zu sagen, Mensch, wenn du hier so in der Verkrampfung bist und in der Angst, dann kann nichts Gutes fließen. Also stärke dich mit Schönem, umgib dich mit Schönem und vielleicht gutem Essen, gutem Trinken, Verschönerung der Wohnung, was auch immer dir einfällt. Und der Opal schillert in allen Farben. Ja, und da er so schillert, hat er auch so unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Und man sagt dir hier, du hast als Menschlein Lösungsideen so viel wie ein Staubkorn. Ne? Aber der ganze Kosmos hat unendlich viele Lösungsenergien. Also, kleines Menschlein, geh hier nicht in die Idee, dass du es unbedingt hier die Lösung finden musst, sondern nur das Vertrauen, die Leichtigkeit, sich offen machen für Gerechtigkeit, für Aussöhnung, dass das Rad sich zum Guten weiterdreht, dass alles heilen darf. Und dann erinnert dich der Opal daran, an diese Vielschichtigkeit, diese vielen, vielen Farben, diese vielen, vielen Facetten. Es strömt hier aus ihrem Kronchakra heraus. Und es kann auch sein, dir fliegt eine Idee dann zu, wo du dir niemals vorstellen konntest. Oder es passiert einfach im kosmischen Gefüge um dich herum. Und es entsteht einfach das Neue, das Schöne. Das, was man dir hier verkündet, und du bist mittendrin. Ja? In diesem Sinne, ich wünsche dir für den November diese wunderschöne Heilungsarbeit, dass hier viel Gerechtigkeit zufließen möge. Und gerne kannst du mir ein Feedback geben, wenn du ja etwas dazu sagen möchtest. Ansonsten eine gute Zeit für dich.
Und wenn du magst oder noch nicht geschaut hast, dann schau auch mal in mein Lenormand-Monatsorakel rein. Das ist ein Allgemein-Orakel. Also bis ganz bald. Liebe Grüße an dich. Und wir gehen in das nächste Orakel hinein. Wenn du dich, ich lege das mal beiseite, dann haben wir hier mehr Platz. Wenn du dich hier für diesen weißen, durchsichtigen Stein entschieden hast, und das ist Erzengel Gabriel Energie, denn sie bringt die Klarheit und sie bringt Stärke und sie ist auch der Botenengel. Ne? Also Maria hat Gabriel verkündet, die Geburt von Jesus. Also geht es auch um Botschaften. Vielleicht wartest du auch auf eine Botschaft, auf eine Ankündigung. Hier steht man so, ja, so empfangend, ne? So inspirierend, wartet auf eine Eingebung, auf eine Inspiration. Und es ist wirklich von mir nicht ausgewählt worden. Ich habe das mit geschlossenen Augen gezogen und habe die gemischt und habe die mit geschlossenen Augen gezogen. Und es ist unwahrscheinlich passend, dass das Blau sich zum Blau, das Rosa zum Rosa hier gelegt hat und das Weiß sich hier zu dieser schönen weißen Engelin. Ne? Also ganz, ganz passend. Es ist hier gerade ein wunderschöner Flow hier drin auch. Und wir gucken mal, was hier das Thema so zeigt. Ja, und hier wundert es mich jetzt auch nicht. Also das habe ich auch nicht vorbereitet. Ich habe einfach gezogen. Hier haben wir zweimal Gabriel drin. Also Gabriel bringt dir Klarheit. Es geht ganz stark um Klarheit, um innere Stärke. Das ist die Stabenergie hier. Da geht es wirklich um Kraft, Durchsetzungskraft, Inspiration bringen ja die Stäbe, dass man aktiv wird und sich nicht mehr zurückhält. Ne? Also hier sagt man, mach, was du tun willst. Tu es einfach. Energetisch, mutig, optimistisch. Ergreife deinen Stab und mach das jetzt endlich. Du kriegst hier Klarheit und dann geh los und zieh los. Du kriegst Stärke. Du kriegst deine Botschaft, deine Nachricht, wo du vielleicht brauchst mit dem Buben der Stäbe, ne, dass das hier vielleicht auch eine Gelegenheit oder etwas kommt. Und mit 4 Ariel kriegen wir hier noch Erdkraft hinein, dass es auch realisierbar ist. Es ist eine Idee, die man umsetzen kann, die man in die Welt bringen kann. Warum hältst du sie zurück? Mit 4 der Münzen sieht man ja immer, der da die Münzen so festhält und klammert. Lass los, lass es in die Welt tragen, was auch immer du hier an einer Idee, an einer Inspiration hast. Es kann auch was Berufliches hier bei dir sein, es kann aber auch im Privaten sein, dass du irgendwas umsetzen möchtest. Also geh los, steh für deine Dinge ein, bearbeite deinen Acker, ne? Zieh los und lass es in die Welt kommen und halte dich nicht zurück. Das ist hier die Botschaft. Ich lese mal, was hier noch draufsteht. Halte an deinem Entschluss fest und geh weiter. Sei auf jede Eventualität vorbereitet. Gut, Umweltaktivismus, vielleicht ist das auch dein Thema. Aber hier geht es in erster Linie darum, man weiß es eigentlich schon, was man tun will. Und dann macht man es. Man ist mutig. Folge deiner Passion. Du bist bereit für jede Herausforderung. Gelegenheiten, Begeisterung und aufregende Abenteuer. Und hier, Ariel, wenn du gibst, empfängst du gleichzeitig. Also auch dieses Loslassen wieder. Ne? Lass es los, sonst hältst du es fest und kannst nicht empfangen. Widerstand gegen Veränderung. Extreme hinsichtlich der Art, wie du Geld sparst oder ausgibst. Also es ist auch immer eine materielle Karte. Wenn wir zu viel zurückhalten, kann zu wenig fließen. Wenn wir nicht bereit sind, ist es so ein Geiz. Ne? Also egal mit was wir geizen, mit unseren Energien oder in der Liebe oder im Beruf, es kann da nicht fließen. Darum mach auf, mach die Tore hier weit auf und lass es raus. Und dann kommt es mit der Begeisterung und mit der Kraft in die Welt. Ne? Also hier wird etwas geboren. Es ist fast schon wie eine Geburt und es kommt die Inspiration von ganz oben und es ist geführt und es will hier raus aus dir. Also, es geht auch ein Stück weit um den Lebensweg, so nehme ich es wahr. Wir gucken jetzt hier auch mal in alle Karten rein. Ich decke die um. Ich drehe die um. Hier Michael kommt bei dir auch. Also du bist auf deinem Weg beschützt. Ne? Ich beschütze dich vor niederen Energien, hab keine Angst. Und ich wache über dich und deine Lieben und dein Heim. Also Michael ist hier auch
wichtig mit dabei. Und schau mal, du hast hier unheimlich viele in den Zusatzkarten Erzengel. Also hier kommt sowieso ein Erzengel, aber hier in diesen Zusatzkarten hast du hier Zadkiel, Metatron und Jophiel. Und hier zweimal mit Gelb. Also Zadkiel sagt immer, ich bring dir in deinen Lebensweg das rein, was für dich richtig ist. Du bist jetzt im Flow, geh los. Vor was hast du noch Angst? Vor was hast du das Gefühl, dass du untergehen könntest oder dass dir was passieren könnte? Brauchst du nicht. Öffne die Tore, lass es raus. Mach's mit Freude. Jophiel bringt dir so viel Leichtigkeit und Freude rein, dass es manchmal fast schon bist du überlustig und überfroh. Und schau mal, hier ist auch Gelb drauf. Also, und hier ist ja auch Rot und Feuer. Du kriegst einen richtigen Kraftschub, du kriegst einen Powerschub. Ey, dich küsst die Sonne, dich küsst das Leben. Das ist hier eine tolle Botschaft. Also hier ist so viel Sonne drauf. Guck dir mal diese Lichtkarten an. Das ist Wahnsinn. Guck mal, und die hält hier noch einen Lichtstab in der Hand in der Wüste. Und da ist auch am Leuchten. Also da ist so viel Licht drin. Das ist so toll. Das Leben wird neu durchleuchtet. Also das ist wirklich toll. Und Metatron, der Engelsfürst, sagt auch, es geht um lebenswichtige Themen. Es geht um das auch, wofür du hier inkarniert bist. Also da tun sich jetzt Türen auf, auch auf dem Lebensweg, Inkarnationsthema. Es geht wirklich hier Zadkiel auch mit am Lebensthema dran. Also hier hast du richtig eine Flottenarmada an Engeln an deiner Seite. Ich will jetzt nicht sagen, dass nur die Erzengel hier, die jetzt hier im Orakel maßgeblich sind, sie haben ja ihre Helfer, aber du hast eine Flotte hier an Engeln um dich rum und an Betrieb. Also ich spüre hier eine richtige Aktivität dahinter, dass hier so viel jetzt entstehen kann und wachsen kann und es soll nicht mehr zurückgehalten werden. Schöpfe aus den Vollen. Es ist der richtige Moment. Auf was wartest du noch? Ne? Und es spricht aus deinem Herzen und sprich auch du aus deinem Herzen. Dann kann es nur gut werden. Du bist beschützt. Du hast eine hohe spirituelle Anbindung hier bei dir. Ne? Du hast die Freude an dir. Du hast den höchsten Engelsfürsten, der sagt, das geht um deinen Lebensweg. Komm ins Tun, komm raus. Wenn du ein Ziel hast, eine Idee hast, was du schon immer verfolgen würdest, wenn du dich fragst, klappt dies oder jenes, jetzt ist die Chance, du bist beschützt. Und der Titan-Regenbogen-Quarz ist ja, schau mal, das sieht aus wie ein Bild aus dem Kosmos, wie eine Fotografie, wie wenn man in den Kosmos rein fotografiert hat. Das heißt facettenreich. Es gibt so viele Facetten, eine Vielschichtigkeit an dir und um dich herum. Und darum auch so viele, diese Vielschichtigkeit zeigt sich auch in diesen vielen Erzengeln. Und es ist Zeit, dieses Potenzial und diese Chancen und diese Möglichkeiten zu nutzen. Ja, da steht, die Angelegenheit oder Person, deretwegen sie fragen, ist vielschichtig. Es geht um mehr, es ist fast wie eine Fotografie ins All und es zeigt diese vielen, vielen Möglichkeiten. Und ich sag dir, du kannst dir das gar nicht so manchmal so ausmalen, ne? Und es ist einfach so vieles jetzt möglich und nutze deine Chancen und geh deinen Weg und es wird Durchbrüche geben, ja? Also eine wunderschöne Botschaft auch für dich. Und ich freue mich über dein Feedback. Schreib mir gerne, freue ich mich drüber. Und wenn du in mein anderes Monatsorakel noch nicht reingeschaut hast, ich habe noch ein Allgemeinorakel mit den Lenormand-Karten gemacht, dann kannst du da auch ganz gerne mal reinschauen. Ansonsten alles Liebe für dich und danke für dein Vertrauen. Gut, wir gehen zum letzten Orakel. Wenn du dich hier für den rosa Stein entschieden hast und rosa, also ich habe es schon hier gesagt, ich habe das nicht hingelegt, deshalb ist alles mit geschlossenen Augen gezogen worden, der Stein und die Farben hier, die Bilder der Engel und es ist so passend, dass das rosa hier so drin ist
Und das hier steht für Erzengel Samuel. Es geht um die Liebe. Es geht um das Fühlen. Es geht um alles, was du liebst und was dir wichtig ist. Es kann auch um den Seelenpartner gehen. Den Erzengel Samuel ist auch mit dem Seelenpartner-Thema verbunden. Und es geht richtig so, ja, um Herzensthemen, ne? Wir sehen ja hier auch ein Herz drauf. Könnt ihr das sehen? Die Zeichnerin hier so ein Herzchen reingemalt, so, das hat sich so gebildet. Und hier so das Flammende, ne? So ein flammendes Herz. Es geht wirklich dafür, wo du vom Herzen her brennst und was dir wichtig ist. Und Samuel will dich dabei jetzt unterstützen, bei allem, was du lebst und wo du Liebe reingeben möchtest. Wir gucken noch aufs Thema. Und das Thema ist hier, ha, glaub mir wirklich, ich habe es nicht hingelegt. Wir haben hier Erzengel Samuel, hier auf den Karten. Ändere dein Leben, steht hier. Das ist normal traditionell die Turmkarte, die für Umbrüche im Leben steht. Na? Hier ist es schön dargestellt, man hat so die Übersicht und man sieht hier so auf etwas, vielleicht wo man manchmal das Gefühl hat, da gehört man gar nicht dazu. Na, so nehme ich das wahr, man beschaut es nur. Und jetzt geht es wirklich hier so wichtig um Veränderungen, auch um Befreiung. Und da hier zweimal Raphael kommt, der für die Heilung steht und hier fürs Herz, geht es bei dir um die Herzheilung. Um so viele Themen, wo vielleicht Schmerz machen oder ein Thema, wo Schmerz macht. Und Raphael sagt, es geht hier wirklich ums tiefe, tiefe Fühlen, dass du vielleicht auch ein Stück weit wieder fühlen kannst oder zu dir selbst zurückfindest, dass du Themen verarbeiten kannst, also auch wieder November-Thema. Ich habe es hier schon gesagt, also wenn du noch nicht geschaut hast, schau auch mal in mein Allgemein-Orakel für den November rein, den ich mit dem Lennemore großen Blatt gelegt habe. Da geht es sehr, sehr viel um Loslassen und hier geht es wirklich um Herzheilung, hier geht es um Loslassen, positive Neuerfahrungen, erfüllende Liebesbeziehung, profunde und nachhaltige spirituelle Erkenntnisse. Es darf so viel geheilt und neu durchflutet werden. Es ist mit 7 der Kelche auch Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Mach dir klar, was du willst und werde entsprechend aktiv. Das Bedürfnis nach Entgiftung. Also hier geht es auch um Reinigung, um den eigenen Körper zu klären, um die Chakren zu klären, um wieder frei atmen zu können. Also wenn man sich so bedrückt und belastet fühlt, dann atmet man automatisch flacher. Und es geht jetzt hier wieder so, dass die ganzen Säfte in dir wieder in Bewegung kommen und alles wieder so sich verbessern kann. Und hier geht es wirklich um wichtige, transformierende Themen im Leben. Und mit Samuel an deiner Seite geht es wirklich um wichtige Punkte, um das, was du liebst. Und es ist manchmal wirklich nicht einfach, das, was man liebt, loszulassen vielleicht auch. Oder das, was man liebt, in einer Veränderung zu sehen. Ja, besonders wenn es um Beziehungsdinge geht, wo man vielleicht noch an jemanden hängt oder wo es einfach schwierig ist oder wo man noch kein Land sieht. Aber man spürt, eigentlich müsste sich was ändern, dass Bewegung reinkommt. Eigentlich müsste jetzt die Heilung stattfinden. Und hier steht eine plötzliche Enthüllung, die Freiheit anbietet, also dich zu befreien. Schiebe die Dinge nicht länger auf. Nimm die Gelegenheiten an, die Veränderungen bringen. Also Aufschub bringt unter Umständen noch länger Schmerz, ne? Noch länger Leid. Und es geht um das. Das sind Kelchkarten hier mit Raphael. Und bei Kelche geht es wirklich um die Liebe. Es geht um das Gefühl. Und darum ist es so passend, dass Raphael hier kommt und sagt, ich heile mit dir gemeinsam dein Herz. Ich bringe wieder Farbe in dein Leben. Na, hier sind Farbtöpfe. Da, wo es vielleicht grau war, wo dir vielleicht sogar die Kreativität gefehlt hat, den Pinsel in die Hand zu nehmen und das Leben neu Licht oder Farbe oder Liebe einzurauchen. Ne? Darum das flammende Herz. In dir brennt es schon so lange und du möchtest vielleicht Liebe geben oder das ausleben können, was du liebst. Und jetzt kommst du an einen Punkt, wo du spürst, dass sich was verändert. Ja, das ist so wichtig. Wir gucken mal in die weiteren Karten. Ich decke die alle auf.
Wir gucken mal hier, was haben wir hier noch an Erzengeln? Hier zeigt sich noch Zadkiel. Und Zadkiel ist ja auch für die, mit der lila Flamme, mit der violetten Flamme für die Transformation im Leben wichtig. Das passt. Also ich könnte mir gut vorstellen, mit Schamuel und Zadkiel an der Transformation zu arbeiten. Hier fließt Liebe rein, dass der Schmerz über die Veränderung, die Zadkiel mit einleitet, nicht zu schwer wird. Ja, und Raphael gibt dann so wie Trostpflaster drauf auf die Wunden. Und hier steht, achte auf die liebevolle Führung, die du in deinem Inneren oder von anderen Menschen hörst. Also du wirst Botschaften hören, sei es in diesem Video, sei es im Fernsehen, oder du liest etwas oder du bekommst etwas mit, oder du bist wirklich hellhörig und nimmst etwas wahr, wo du denkst, ja, jetzt habe ich es verstanden. Also dir fließen Antworten zu, sagt diese Karte einfach, dass du jetzt spüren kannst, wohingehend sich was verändern darf und wie es geschehen darf. Und man möchte auch bei dir sein, dass du nicht zu sehr Schmerz leiden sollst in dieser Zeit, ne? Sondern brenne mit Begeisterung für das, was dir wirklich am Herzen liegt. Hier auch die Karte der Veränderung, sie ist in grün gehalten, mit einem, wie ein Auge ist hier drauf. Also auch wieder das Thema, dass ganz viel Heilung reinkommen darf in das Thema. Also Herzheilung. Rosa und grün sind die Farben des Herzchakras. Also du kannst alles machen, was gut auch ist für dein Herzchakra. Ne? Da gibt es den Rosenquarz, kann man sich nehmen. Man kann auch mit grünen Steinen arbeiten, wie Aventurin oder etwas. Man kann sich auch rosane Kleidung oder hellgrüne Kleidung am Oberkörper tragen, also mit den Farben zum Beispiel arbeiten. Oder auch Rose ist ein tolles, zum Beispiel ätherisches Öl, leider sehr, sehr teuer, wenn es echt ist, um das Herzchakra zu stärken. Man kann aber auch einfach die Farben sich vorstellen, visualisieren oder wie das Herz gestärkt wird, oder man lässt sich mal einen Chakrenausgleich machen. Es gibt wunderbare viele Dinge, die man für sein Herzchakra tun kann, um das zu stärken, um da Liebe reinzugeben, dass alles so wieder sich ausbreiten kann. Ne? Also es geht um Erlösung, dass du von einer Last, von etwas, was wirklich schwer ist, wo vielleicht auch viel Trauer und Kummer bedeutet hat, dass du dich da lösen kannst von, weil nur durch Erlösung und Lösung kann es ja dann auch heilen, das ist schon klar. Wir haben hier noch zwei Karten. Und zwar haben wir hier einmal die Karte der Erleuchtung, also dass hier Inspiration dir zufließt, und hier auch wieder das Symbol des Herzens, ne? Sie hält dir das Herz. Ja, es kommt Erleuchtung durch dich hindurch in dein Herzchakra. Und das zeigt mir auch nochmal deine Anbindung nutzen nach oben. Du kannst auch die Engel, du kannst Schamuel hinzurufen, bitte heile mein Herz, bring Energie in mein Herz, mach mir einen Chakrenausgleich in meinem Herzen, reinige mein Herz von destruktiven Energien, damit ich wieder frei atmen kann, damit wieder der Flow der Liebe in mein Leben kommen kann, für all das, was ich so sehr liebe und was ich mir so sehr wünsche in meinem Leben. Also es geht stark um Herzheilung. Ich spüre so ganz viel mit dem Grün, dass man wieder durchatmen kann, dass so eine Last, die aufs Herz gedrückt hat, eine Belastung abfällt, dass man sich frei fühlt, dass man wieder fühlt, dass es expandieren kann. Ne? Dieses Herz ist wieder in Bewegung, es zieht wieder das an, was es braucht, und nicht so viel Destruktives, was es nicht braucht, dass es aufhört, ne? Dass das Leben wieder bunt und Farbe wird, ne? In den Bereichen. Und hier, das ist fast schon so, sie genießt jetzt die Sonne und die Wärme, und sie ist hier am Annehmen, ja. Und das heißt, sei entgegenkommend. Das heißt auch, sei ein Stück weit flexibel, einfach ja das Schöne auch im Leben, was sich jetzt bietet, auch anzunehmen. Weil wenn du in einer Verweigerungshaltung bist, was ja hier sich auch so ein bisschen spiegelt, dann ist es ganz schwer, dass das ganz Gute dir zufließen kann. Ne? Und darum möchte man, dass dieser Flow wieder reinkommt, dass du, wenn du hier in die Herzheilung gehst und die destruktiven Schnüre löst, dann auch bereit bist, das Gute anzunehmen
und das Gute dass das Gute ankommen kann, ne? Und auch die Flexibilität bedeutet, dass du nicht fokussiert bist nur auf eine Person oder auf ein Ding oder auf etwas, sondern dass du wirklich bereit bist, die Fülle des Universums, was dir zufließen darf, auch dann anzunehmen. Weil wenn du zu sehr auf etwas fokussiert bist, dann gibst du dem Universum, dann gibst du den Engeln nicht die Möglichkeit oder nimmst dir selber die Möglichkeit, dass dir etwas ganz Wunderbares zufließen kann, was auch immer es ist, ne? Das ist ja auch so beim Manifestieren, wenn wir uns zu sehr auf einen Punkt versteifen, dann geben wir den 100 Millionen Möglichkeiten, die da sind, keinen Raum. Und darum geht es auch, wieder Raum zuzulassen. Oder dass wieder jemand anderes Raum in deinem Herzen einnehmen kann und du auch Platz machst dafür. Ich nenne immer da gern das Beispiel, wenn du einen Schrank hast in deinem Schlafzimmer, der ist vollgepfropft mit allen möglichen Klamotten und du wünschst dir einen neuen Partner und dein Bett, alles ist so eingerichtet, wie du es willst. Es ist kein Stück Platz in deinem Schrank für den neuen Partner. Es wäre schwierig, dass der überhaupt ein Hemd reinkriegt oder irgendwas. Und wie willst du jetzt jemand Neues anziehen, wenn da überhaupt kein Raum für diese Person ist? Also schaffe Raum dafür. Und da gibt es so eine nette Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, wo die Frau gesagt hat, Schluss jetzt, ich habe ein kleines Bett, da passt gar kein neuer Mann rein. Also was hat sie gemacht? Sie hat ein großes Bett gekauft, ihr Schlafzimmer umgestaltet und hat sich schon vorgestellt, hat sogar Platz im Schrank geräumt, dass der neue Partner hier seine Sachen einräumen kann. Und sie war vorher sehr lange alleine und binnen 4 Wochen oder was war dieser neue Partner da, der dann den Raum einnehmen konnte. Also schaffe Platz und Raum dafür, dass das, was du liebst, auch zu dir kommen kann. Dass da Raum da ist, dass wir Raum geben. Und wenn das Herz überfüllt ist mit Schmerz, dann ist da momentan kein Raum für Liebe. Ja? Und das ist nur logisch. Und hier kommt jetzt noch der Aquamarin zu uns, das göttliche Lebensziel, und vertrauen Sie den Zeichen und Ihrer inneren Führung, die Sie zu Ihrem Ziel geleiten. Also auch hier nochmal, es gibt ein höheres Ziel. Nicht immer das, was wir uns vorstellen, ist das Beste für uns. Ja, wenn wir den höheren Mächten vertrauen und egal, ob du jetzt an Engel glaubst oder an eine andere höhere Führung, wenn du daran glaubst, dass es möglich ist, ja, und du dich nicht zu sehr fixierst, du Raum gibst allen Möglichkeiten, zwar dein Ziel im Kopf haben, ich möchte endlich geborgen sein in einer guten Beziehung, ich möchte einen Job, der mir gut tut oder was auch immer, ich möchte finanzielle Heilung erlangen. Gib dem Ganzen Raum und müll es nicht mit Schmerz voll und mit Mangel und mit Stagnation, weil dann lässt du diesem Schönen keinen Raum. Und oder auch wenn wir zu sehr fixiert sind, zum Beispiel, ich muss diesen neuen Job haben, nur der ist der Beste für mich und es klappt schon ewig nicht. Dann überleg mal, warum es nicht klappt. Vielleicht ist es gar nicht das Beste. Wenn du aber dem Besten Raum gibst und sagst, der beste Job für mich, der mich glücklich macht, der mich gut ernährt, was auch immer da deine Wünsche sind, der kommt zu mir. Dann gibst du dem Besten Raum. Und dann bist du nicht fixiert auf etwas. Ja? Also vertrauen Sie den Zeichen und Ihrer inneren Führung, die Sie zu Ihrem Ziel geleiten. Und eins weiß ich, auch durch meine Lebenserfahrung, das, was nicht klappt, entweder geben wir dem Ganzen keinen Raum, weil wir es eigentlich gar nicht wollen oder nicht so wichtig ist, oder es ist einfach nicht das Richtige. Es gibt noch etwas viel, viel Besseres, wo du dir momentan vielleicht gar nicht vorstellen kannst. Und dass sich diese Farbtöpfchen wieder füllen und die Vielfalt zeigen kann und dein
Kreatives anfängt sich zu ernähren, ist es so wichtig, dann wirklich dem ganzen Raum zu geben, zu sagen, ich bin hier flexibel, ich bin offen, ich bin bereit, hier in die Veränderung und in die Erlösung zu gehen, damit sich, was hier steht, aus dem Herzen heraus etwas ganz plötzlich enthüllen kann. Es ist vielleicht noch abgedeckt, noch zugedeckt, wir können es noch nicht sehen. Und es bietet dir Freiheit oder das, was du dir erhoffst. Und da ich gesagt habe in dem Monatsorakel, dem Allgemeinorakel, dass der November eine mega Chance ist, hier ganz neue Energien einzuleiten, die sogar für den einen oder anderen eine super tolle Beziehung dann bedeuten oder was auch immer man sich erträumt, ist das so passend hier auch auf dein Orakel. Also wenn du es noch nicht geschaut hast, schau dir das auf jeden Fall mal an. Das allgemeine Orakel für November mit den Lenormand-Karten, der große Rundumblick. Und da ist so viel Potenzial drin und ich spüre das hier auch raus. Ja, ich würde mich über ein Feedback freuen und ich hoffe, das Orakel war dir hier sehr nützlich und ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback oder wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei sein magst. Und ich sende jetzt mal eine ganz herzliche Umarmung und danke an alle Abonnenten und wo ihr immer so schön meinen Kanal verfolgt oder mir auch schreibt. Vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche uns allen einen grandiosen November und ja, dass das Jahr noch richtig, richtig bombastisch wird. Ja, und endet für uns und dann ganz nur steil in 2020 dann reingehen. Okay, also ganz liebe Grüße an euch. Alles Liebe, eure Dani. Tschüss.